So. Hey, da wären wir auch schon wieder mit Kingdom Hearts 2 und ja, die merkwürdigen Ereignisse rund um Roxas, die gingen nur noch mehr weiter. Er hat sogar jetzt in einem Traum mit Namine gesprochen und gerade bevor wir den letzten Part beendet haben, haben wir noch gesehen, dass die anderen Charaktere ihn hier mit nicht mehr beachtet haben oder anscheinend einfach durch ihn durchgelaufen sind. Und wir haben auch erfahren, dass diese Wiederherstellung mit den Prozenten fast abgeschlossen sein soll. Also schauen wir einfach mal, was es hier geben wird. Auf jeden Fall einige Nobodies. Und Axel Look at kommt what wieder it's come zurück. to. I've been given these icky orders to destroy you, if you refuse to come back with me. We're best friends, right? Sure, but I'm not getting turned into a dusk for. Wait a sec. You remember now? Oh, wie glücklich er auf einmal ist. Great, but you know, gotta make sure and all. So, what's our boss's name? Das weiß Roxas anscheinend nicht mehr, so wie es I ausschaut. can't believe this. Besiege all die mysteriösen Gegner. Und Axel steht einfach nur daneben. Okay. Und ja, dieses Bossfight hier in Action, dieses Boss-Theme hier in Action zu hören, ist immer wieder schön. What the f. War gerade total irritiert, weil der Feuermelder hat hier kurz ein Kreuz von sich gegeben und da war ich gerade echt kurz verwirrt für einen Moment. Hat einfach nur so ein ganz kurzes Piepsen. Das war sehr, sehr irritierend. Okay, Axel will uns anscheinend hier rausholen, was auch immer Roxas, es hier mit time has come. Twilight Town auf sich hat. Hayner! Pence! Olette! Ich glaube, die sind nicht mehr da. Er ist auf jeden Fall frozen in time. Yep. Ich soll jetzt zum Herrenhaus kommen. The Roxas that I know is long gone. Fine. I see how it is. Ich frag mich, was seine. Wir haben ja im letzten Part auch das Treffen von der Organisation 13 gesehen. Da ist halt auch nochmal so ein bisschen die Frage, wie das da ausschaut. Sozusagen, weil ich weiß nicht mehr genau, was der Kontext da war, weil es war eine anderen Aufnahmesession auch einfach. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Axel gedroht wurde, dann in zum Dämmerling zu werden, also einer dieser Standard Gegner hier, die man hier hat, einer der Standard Nobodies. Ihm wurde schon gedroht, dass er auf Linie bleiben soll. Aber jetzt sollen wir erstmal zurück zum Herrenhaus. Wo wir ja schon waren und wo wir auch ja kurz Namine getroffen haben, die uns ja einiges erzählt hat. An so einer Stelle bin ich dann immer so. Ich weiß halt nicht, was schon alles erzählt wurde. Allein schon deswegen. Weil ich halt mehr weiß, als man zu dem Zeitpunkt des Spiels hier weiß. Aber ich das Spiel auch nicht so mega gut kenne, dass ich sagen kann, ach ja, genau, das weiß man jetzt zu diesem Zeitpunkt schon, wisst ihr? Das ist für mich ein bisschen irritierend. Wenn ich ehrlich bin, naja.
das werden wir dann ja gleich sehen. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall mit Sauers Erinnerungen zusammenhängen. So viel ist klar. An diesem Punkt. Wie habe ich dich nicht getroffen, Mann? Lieber Gegner. Ich denke auch die ganze Zeit, dass hier irgendwo Kisten wären, weil hier in dem Areal des Spoiler, I guess, in Kingdom Hearts 3 gibt es auch Twilight Town als Areal und da sind überall Kisten versteckt und Secrets und alles. Und dementsprechend ist das hier dann, naja, so eine Sache, ne? Don't call me and then lock me out. Oh, das sind die Erinnerungen, wie Sauer mehrere Welten wieder versiegelt hat, sozusagen. Ach, das ist ein schöner kleiner Warback, Callback, wie auch immer man es nennen will. Okay, das ist ein Organisation-Mitglied, das verhindern will, dass die an uns rankommen. Okay. Also ich weiß, wo wir hier hin müssen. Aber ich ignoriere es jetzt erstmal noch gekonnt. Erstmal gucken wir, dass wir diese Nobodies hier erledigen. Okay, wieso wirst du einfach zu einer Lanze? Ich finde, aber was ich irgendwie an den Nobodies mag, ist, wie surreal die aussehen. Das ist irgendwie echt cool. Oder auch ihre Form wechselnden Bewegungen oder wie auch immer man die nennen will. Die haben echt was, wenn ihr mich fragt. So, was ist das hier? Das hier ist der Speisesaal. Auch gegen eine gute Speise hätte ich jetzt nichts einzuwenden. Aber ich habe das Gefühl, wir sind nicht deswegen hier. Und weswegen wir hier sind, ist wegen dem Loot. Wird wahrscheinlich nicht der beste Loot sein, wenn man überlegt, dass wir noch am Anfang gespielt sind, aber... Auf jeden Fall hat das Herrenhaus ja auch seine besten Tage hinter sich. So viel ist klar, wenn man sich hier den Speisesaal ansieht. Und Twilight Town ist ja einer der wenigen, ich sag jetzt mal, originalen Kingdom Hearts Welten. Und auch mit originalen Kingdom Hearts Charakteren. Davon gibt es zwar schon einige, aber gerade so in den frühen Spielen jetzt auch nicht so mega viele. Wenn man überlegt, gerade in Kingdom Hearts 1 hat man halt noch so Cid als wichtigen Charakter. Final Fantasy Charakter halt. Man hat natürlich Leon Squall aus Final Fantasy 8. Man hat Tifa, man hat Yuffie. Ne, hatte man Tifa überhaupt? Auf jeden Fall hatte man Aerith. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ja gut. Tidus und Walker aus Final Fantasy 10 kommen kurz vor, aber auch nicht sonderlich relevant. Und ich weiß, es gibt auch noch irgendein Kingdom Hearts Game, in dem das Trio aus Final Fantasy 10-2 vorkommt. Die Büste starrt auf den Boden. Ich glaube, ich weiß schon mal, ich weiß, was mit diesem Raum auf sich hatte, aber ich sag mal noch nichts, ne? Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier zum Raum von Namine. Obwohl, das ist schwer zu sagen, ob es der Raum von Namine ist oder einfach nur der Raum, in dem Namine ist. Das ist halt schon ein minimaler. Das kann halt schon ein minimaler Unterschied sein, ne? Ob
obwohl sie ja Sauers Erinnerung schon wieder herstellen will. Also naja, schauen wir einfach mal. Mit denen wir ja auch immer wieder in Kontakt gekommen sind, sozusagen. Mit Roxas in Form von seinen Träumen. Das ist eine Erinnerung, die anscheinend exklusiv eine von Roxas ist, so wie es ausschaut. Und da haben wir wieder, das haben wir doch auch in diesem einen Traum gesehen. Roxas und Axel. Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization. Und anscheinend hat er es doch getan. Und Axel ist dort geblieben, so wie es ausschaut. Und da haben wir Namine. Organization 13. They're a bad group. Bad or good? I don't know. They're a group of incomplete people who wish to be whole. To that end, they're desperately searching for something. What? Kingdom Hearts. Mm-hmm. Funny? It's just, I think I've been running away from the question I really want to ask. Okay. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. You are Namine. There's no knowledge that has the power to change your fate. Even if it doesn't, I want to know. I have the right to know. A nobody doesn't have a right to know. Nor does it even have the right to be. But what is a nobody? Da kommen jetzt gerade die interessanten Fragen auf. Too many nobodies. Roxas, nobodies like us are only half a person. You won't disappear. You'll be whole. I'll disappear? Genau das hat sie nicht gehört. No further outbursts. No, you won't disappear. You'll... Wait. Roxas, we will meet again. And then we can talk about everything. I may not Hoffen know wir it's es mal. You, and you may not know it's me. But we will meet again. Someday soon. I promise. Let her go! Namine! Sehr, sehr kryptisch, diese Szene. Ja, aber ich weiß genau, was sie meinen. Namines Zeichnung. Von Namine hinterlassene Zeichnung. Sie scheinen eine tiefere Bedeutung zu haben. Karte des alten Herrenhauses. Dann, wir haben anscheinend keine weitere Wahl, als weiterzugehen, laut Diz. Dann schauen wir einfach mal, was uns dennoch erwarten wird. Ich meine, es ist recht klar, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen vermutlich in die Bibliothek, in der wir gerade eben schon einmal waren. Das ist der einzige Ort, wo wir in diesem Haus weiter hin können. Also ja, dann schauen wir doch mal, dass wir da hinkommen, ne? Und, wir haben jetzt, wir wissen jetzt das, was die ganze Zeit angedeutet wurde. Roxas wird aus der ganzen Sache hier nicht so gut wegkommen, um es mal so zu sagen. Das hier können wir dann mit Namines Zeichnung abgleichen, sozusagen. Dann sehen wir mal, was sich hier so finden lässt.
Ein Ort, der sehr viel anders aussieht als der Rest des Herrenhauses. Das auf jeden Fall. Und das hier sieht sehr stark nach dem Ort aus, den wir auch aus den Cutscenes kennen. Champion. Wir haben auch das Elfentuch bekommen. Dann nutzen wir das doch besser, habe ich gehört, ne? Schauen wir mal, was wir hier unten finden werden. Das ist der Ort aus den Cutscenes. Er scheint Woxes einiges an Leid zu tun. Um es mal so zu sagen. Hier haben wir wieder eine Konferenz der Organization 13. Wie es ausschaut. Oh, da waren die Mitglieder aus Chain of Memories noch alle da. Dementsprechend wird tendenziell auch Woxes da sein. Das war also vor den Events von Chain of Memories. Why? Why do you have the Keyblade? Shut up! Es scheint Riku zu sein. Das heißt, die beiden haben einander bekämpft, wie es ausschaut. If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories. Also ist es eine simulierte Stadt. Das erklärt, warum sie zu Daten wurde. In the end, he'll have to give it back. Until then, he'll need another personality to throw off his pursuers. Poor thing. It's the fate of a nobody. Da ist jemand auf jeden Fall sehr, sehr harsch, aber man kann es irgendwo verstehen. Gerade weil Woxes ja Sora's Nobody ist und alles. Das heißt, wenn Sora wieder aktiv werden will, dann kann das nicht gut für Woxes enden, um es mal so zu sagen. Klar, das jetzt zu erfahren ist ziemlich hart für ihn. So viel ist halt klar, ne? Okay, und anscheinend gehen neue Türen auf, wenn man einfach nur irgendwas kaputt haut. Das ergibt definitiv absolut Sinn und ist eine Sache, die man definitiv im Real Life nachmachen sollte. Nicht. Schauen wir einfach mal, was das hier aussieht. Sieht aus wie Daten von jemandem. Ja, wie Sora. Wie Daten von Sora. Siege all die mysteriösen Gegner. Die Dämmerlinge. Wie sie ja heißen. Basically. So, und das scheinen hier nicht die einzigen Gegner zu sein. Nicht die einzigen Nobodies, die wir hier bekämpfen müssen. Ich finde das so irritierend, dass die Dinger da einfach explodieren können. Das will ich dann erledigen und dann explodieren die einfach. Da denke ich mir auch immer, was soll das, ne? Können die das bitte einfach mal lassen? By the way, hat sich auch wieder die
Kommandoanzeige links unten geändert hat. I'm so flattered! But you're too late! Oh. Bei Keyblades. Wie die Szene in der einen Stadt, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir den Boden nicht so lange berühren dürfen und ob wir dann Schaden bekommen. Deswegen versuchen wir doch einfach mal in der Luft zu bleiben, habe ich gehört. So lang und so gut es geht. Oh, warte, ich kann das ja countern, vielleicht gerade. Oh, ich hätte es noch mehr countern können. Naja, egal. Oh mein Gott, was war Damage? Yep, das war ordentlich Damage. Eventuell muss ich gleich eine Pause nehmen, wenn ich mir das so angucke. Ja, das muss ich sogar. Verdammt. Wieso kriege ich das Karl nicht hin? Das Zeitfenster ist aber auch ordentlich langsam, ne? Und damit machen wir ordentlich Damage. Link der Katharsis. Damit haben wir auch den Boden endlich mal wieder begehbar für uns gemacht. Und den Kampf geschafft. Das war gar nicht mal so ohne. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. Sie können einem beide an der Stelle leid tun. Let's meet again. Muss man sagen. In the next life. Yeah, I'll be waiting. Oh. Silly. Just because you have a next life. Ihm scheint das also nicht so sicher zu sein, weil mit den Plänen der Organisation jetzt nicht auf ihrer besten Seite ist, um es mal so zu sagen. Das sehe ich absolut. Donald. Goofy? Wenn die beiden hier sind, dann wissen wir ja auch, was uns gleich hier vorne erwartet. Der Behälter, in dem Dauer ist. Wo er sich am Ende von Chain of Memories reingesetzt hat, sozusagen. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Oh, er ist also gegen die Organisation. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? Cause I'm not laughing! Ugh. My apologies. This is only a data-based projection.
Es ist aber trotzdem sehr unsensibel, an der Stelle zu lachen. Just saying. Der mag aber auch ein bisschen zu trollen, kann das sein? Der Gute. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. Da ist was dran. No! My heart belongs to me! Sora. Oh, dieses Theme. Es gibt einem immer wieder Gänsehaut. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Oh. Boxes. Ich habe, also selbst wenn man weiß, dass die Szene kommt, das macht es irgendwie nicht wirklich besser, würde ich sagen. Oh, King Mickey. Sora! Who's there? Sora! Sora, wake up! Und was mit Roxas passiert ist? Naja, wir wissen ja schon mehr, oder wir wissen ja schon mehr oder weniger, was passiert sein muss an der Stelle, wenn wir ehrlich sind. Er hat Sora wieder ergänzt, sozusagen. Donald! Goofy! Na, wenigstens die drei wieder froh. Das ist doch schon mal was. That was some nap. You mean, we were asleep? I guess we must have been, or I don't think we'd be so drowsy. When do you think we went to sleep? Let's see. We defeated Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi. Oh, yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Naminé. I wonder who that is. Also haben sie alles aus Castle Oblivion vergessen. What do you say we find out where we are? Das klingt relativ sinnvoll auf jeden Fall. Und dann haben wir wieder eine klassische Kingdom Hearts Gruppe sozusagen. Mit Sora, Donald und Goofy. Kannst hier ab von jetzt an den Status der Mitglieder deiner Gruppe vom Hauptmenü aus einsehen. Alle Abilities von Roxas und die Taler wurden von Sora übertragen. Ja, ich meine, ist ja basically dieselbe Person, also wundert nicht. Und ja, demnächst Tagebuch. Gibt uns Hinweise, was hier eigentlich zur Hölle los war. Ich frag mich nur gerade, sind da jetzt auch Roxas' Erfahrungen dabei? Auf jeden Fall steuern wir jetzt mal wieder Sora.
Kohlenhydrate. Das können wir ja eigentlich mal uns angucken. Charaktere. Dauer. Dann kann man das ja einfach mal... Ah, erster Auftritt, der kluge kleine Gockel. Und Goofys erster Auftritt, 2 Wochen Ferien. Geschichte. Ja, alle... Das ergibt Sinn, dass hier nur Sachen dabei sind, die auch tatsächlich schon, ja, die Sauer tatsächlich auch schon gesehen hat. Und alles andere nicht. Und die Informationen über verschiedene Charaktere, dass sie zu ihren Heimatinseln zurückkehren konnte, doch sie hat all ihre Erinnerungen an Sauer verloren und schon bald kam sie auch davon ab, die kleine Insel zu besuchen, auf der sie immer gespielt haben. Hm. Ah, das ist die komplette Ansicht. Verstehe. Ich meine, das andere wissen wir alles. Ich will... Genau, manchmal hat man auch einfach das Bedürfnis, dann alles, was hier als neu deklariert ist, einfach mal kurz sich anzusehen. Charaktere, andere. Selfie. Ach ja. Doch, das waren Final Fantasy 8 Charakter. Dann hatte ich das doch richtig im Kopf. Na gut. Dann haben wir das, dann haben wir die Abilities, wir haben noch den Champion Gurt. Erhöht die Resistenz deutlich. Ja, komm. Geben wir es einfach gerade Donald. Goofy, der wird früher oder später sowieso noch seine Rüstung bekommen, dementsprechend wird das uns jetzt mal nicht weiter sorgen. So, und ich würde sagen, dann würde ich an der Stelle den Part beenden. Ist ja eine gute Stelle dafür. Um zu sehen, wie es nicht mehr im simulierten Twilight Town, sondern im wirklichen Twilight Town aussieht. Ich hoffe, der Part hat euch trotz seiner Thematik ganz gut gefallen und dem Verschwinden von Roxas. Und wenn ja, könnt ihr gerne Like, Kommentar oder Abo da lassen. Alles sehr, sehr gerne gesehen. Und ich schätze, wir hören uns dann mal bald wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Resttag, wann und wo auch immer ihr das hier schaut. Und ja. Bis dann, ciao.